Und Christian Böhmert, er hat so ein bisschen die Last natürlich, dass er eben diese Niederlage ausmerzen will. Andererseits, er nimmt den Schwung mit, als Erster heute ins Cage zu gehen. Mal gucken, wie er sich dann schlagen wird bei We Love MMA 53. Eine Herausforderung, egal was kommt. Ihr Applaus für Christian Böhmert. Aber naja, George St. Pierre, ich habe mal eine Dokumentation über ihn gesehen. Er war trainieren im Jackson Wink, einem der bekanntesten MMA-Gyms der Welt. Und da kreuzte er eines Morgens auf und hat sich die Haare frisch rasiert gehabt. Ah, fresh haircut, ja. Yeah. Wenn ich mich gut fühle, kämpfe ich auch gut. Vielleicht hat Max das jetzt ebenfalls gewonnen. Aus der Fightschool Hannover, Max Holzer. Ja, sieht sehr ruhig und abgebrüht aus. Ladies and Gentlemen, Kampf Nummer 1, 61,2 Kilo ist das Limit. Wir bewegen uns im Bantamgewicht. 2 Runden nach 5 Minuten ausgemachte Distanz. Steffen Ramelow und Parteischer im Ring. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die beiden machen mit Sicherheit ein Fass auf. Christian Böhmert und Max Holzer. Wenn man bei so jungen Leuten von Erfahrung sprechen darf, dann bringt Max Holzer ein bisschen mehr mit. Er hat nämlich 4 Kämpfe, 4 Amateurkämpfe gemacht, hat dran gewonnen. Zur ersten Runde. Bisher ungeschlagen. Bin mal gespannt, was er heute hier zeigt vor eigenem Publikum. Der Rechtsausleger, ja. Es ist gut, dass er die Haare kürzer hat, weil beide tragen so schwarze Kampfshorts. Kann man schnell mal verwechseln. So. Ja, Böhmert macht Druck. Sauberen Boxen kommt er nach vorne. Und Christian kontert mit Kicks. Max Holzer fühlt sich hier sehr wohl im Boxen. Beide jetzt im Clinch. Schön, gut geshootet für den Takedown. Holt sich jetzt auch den Takedown gegen Böhmert. Und da haben wir schon die Anfeuerungsrufe. Stifler. Also den Namen trägt er nicht umsonst hier. Ja, der Stifler macht eine gute Arbeit, kontrolliert hier die Hand. Von Christian Böhmert. Baut hier weiter seine Kontrolle aus, macht das sehr gut. Hat hier die rechte Hand hier hinter dem Rücken, kontrolliert damit die Hand von Böhmert. Der muss jetzt aufpassen, hier richtig schön reinhauen. Nimmt jetzt viele, viele sehr kurze Treffer, er wird da schon ermahnt. Sehr gute Kontrolle hier von Holzer. Und Christian Böhmert muss schauen, dass er da rauskommt. Ramelow guckt da schon ganz genau, der Kampfrichter. Macht er sehr stark. Kann hier immer wieder treffen, ja. Immer wieder zum Kopf die Treffer. Das macht er sehr gut. Er hat immer noch die Kontrolle über die Hand. Christian Böhmert ist in großen, großen Schwierigkeiten gerade. Ja, da ist kaum Abwehr zu sehen. Gerade mal, dass Böhmert mit seinem linken Arm immer versucht, so ein bisschen sich zu decken. Wieder Treffer. Das geht nicht mehr lang. Gut. Er macht ihn immer wieder platt. Ah, da kommt schon die Ermahnung, das Klatschen nochmal. Gleich gewesen. Da ist der Schluss. Da kommt er einfach nicht mehr raus. Nee, der windet sich zwar. Einfach nicht raus. Aber er kriegt seinen rechten Arm nicht frei. Und Max Holzer, der holzt da wirklich auf ihn ein. Richtig drauf, ja. Geht schön hier mit dem Kopf unter die Achselhöhle. Behindert damit den Arm hier von Böhmert. Da hat er gerade noch einen Hammer eingebaut, kurz mal, der Holzer Max. Da kommt er einfach nicht raus aus dem Griff. Nee, Böhmert, das ist ganz falsch. Jetzt, wenn du mit deinem linken Arm noch greifst, dann bist du komplett offen. Aber jetzt noch hat er ihn frei. Jetzt hat er die Arme frei. Spiel. Aber Max ist jetzt schon dabei, hier die Guard zu passieren. Hier ist in der Cross-Position. Das waren erste harte 3 Minuten. Ja. Ja, steigt jetzt hier in die Backmount hinein, das wird es gleich gewesen sein. Ja. Der stretcht ihn aus. Arm-Triangle ist dort. Er klemmt den Arm und den Kopf ein, jetzt wirkt er ihn ab und das war's. Und Kick. Hoffnungslos überfordert. Stark gemacht von Max. So, da war 1,53, war noch auf der Uhr. Ohne Probleme. Harte souveräne Treffer. Vorstellung hier von richtig Max souverän. Holzer.
Der Stifler, der Hannoveraner, sorgt gleich für den ersten Sieg eines Lokalmatadoren. Und für den ersten Sieg der Fight School Hannover. So, schön rübergestiegen zum Armin Triangle. Schön das Gewicht nach vorne gebracht. Und da konnte Christian nichts mehr tun, außer abzutappen. Ladies and Gentlemen, wir haben ein Urteil in Kampf Nummer 1. Er endet in der ersten Runde nach 3 Minuten 8 Sekunden bei Referee Stoppage. Grund dafür war ein Tap-Out. Der Sieg bleibt hier in Hannover. Er geht an Max Holzer.